Hallo und herzlich willkommen beim Kraftfahrkonsul. Wir sind immer noch bei Wunderlich unterwegs. Danke, dass ihr weitergeguckt habt oder ihr guckt euch das Video jetzt zuerst an. Wir sind beim Stand von Jekyll und Hyde. Und wer jetzt denkt, Wunderlich, Jekyll und Hyde, wieso? Du bist doch sonst immer bei Harley. Nee, wir sind hier bei Jekyll und Hyde, bei Wunderlich. Warum? Weil es eine wunderbare Serie für die Adventure Bikes und auch für die Neo Classics gibt. Und ich stehe mit dem Pete, der hat sich bereit erklärt, ein bisschen was zu erzählen, was es hier gibt, was die Besonderheit an den Auspuffanlagen ist. Und ja, deswegen gebe ich mal rüber. Wir stehen hier vor einer GS, das ist eine 1300er, ist ja schon Euro 5 Plus dann auch. Ne? Haben wir ja ein paar Besonderheiten in den Abgasanlagen. Erzähl doch mal, was ihr hier gebaut habt. Ja, wir haben hier eine schöne 1300er GS mit einer Jekyll & Hyde Auspuffanlage. Bei Harley kennen die Leute uns natürlich von der schöne dumpfe Sound, aber wo wir mit sind angefangen bei der GS ist, dass der Auspuff leiser ist wie original, weil der Auspuff original von BMW ist ziemlich laut und wir haben gesorgt, dass der Auspuff ungefähr 3 dB leiser ist wie die Originalanlage. Ja. Und natürlich kannst du auch stellen, kannst du mal sagen, ich mache den ein bisschen lauter, kannst die Klappe komplett offen stellen, hast du einen schönen dumpfen Sound, weil da ist natürlich ein großes Boxermotor rein und das wirst du auch hören, dass er ein schöner Boxer ist. Vom Design her haben wir schön Carbon mit Schwarz oder Edelstahl und wir haben das Design so gemacht, dass das genau auch bei das Motorrad selber passt. Hier das Carbon Hitzenschild ist jetzt neu, haben wir noch nicht lieferbar, aber das kommt in einigen Monaten, können wir auch die Carbon Schild dabei liefern. Und was du schon gesagt hast, es ist komplett EGRBE zugelassen, Euro 5 Plus, alles fix und fertig. Okay, ihr habt ja jetzt natürlich, hast du gerade gesagt, der Fokus, ich habe ja selber eine Harley, die steht ja da vorne so. Und der Fokus hier war ja ein bisschen was anderes, dass ihr ein bisschen mit der Lautstärke runterkommt. Dann habt ihr natürlich auch wahrscheinlich keine Probleme mit dieser Euro 5 Plus Geschichte, wo wir ja, wenn ich mich richtig entsinne, in keinem Drehzahlbereich mehr über die dB-Grenze kommen dürfen, die vorgeschrieben ist. Was ich ehrlich gesagt bei den Harleys schon echt erstaunlich fand, weil ich habe mir die Euro 5 Plus Anlagen angehört und das klang trotzdem immer noch richtig gut. habt ihr denn auch im Bereich Performance was? Weil Klappenauspuff ist ja immer auch ein bisschen schwerer. Ich glaube, die Originale hat keine Klappe mehr. Das dürfen die nicht mehr. Hat die auch noch? Okay. Habt ihr auch eine Gewichtsersparnis oder ist man da, ich sag mal, pari? Wie sieht es da aus? Ja, wir haben hier die Originalklappe von BMW, das schalten wir aus. Mhm. Und die komplette Funktion von der Originalklappe nehmen wir in unseren Auspuff. Das heißt, natürlich, Performance ist ein bisschen besser, aber wir machen das hauptsächlich für den Sound. Mhm. Und ja, Gewicht ist für uns uninteressant, weil wir haben natürlich Klappe rein, Elektroniker dabei. Alles muss, du musst ein bisschen Volumen in der Antöpf haben. So, wir machen das nur vom Sound. Ich muss auch dazu sagen, diese Argumentation, die man häufig hört, ja, meine neue Titan-Auspuffanlage ist 228 Gramm leichter. Ich esse drei Schnitzel, dann habe ich die 228 Gramm wieder oben drauf. Okay. So, kommen wir zum spannendsten Teil oder zu einem der spannenden Teile. Wenn ich jetzt so eine 1300er GS habe, was muss ich denn bezahlen, wenn ich zu euch komme und sage, ich möchte sowas haben? Was kostet sowas? Ja, wir haben natürlich exklusive Mehrwertsteuerpreise, aber hier in Deutschland ist das inklusive Mehrwertsteuer ein bisschen unter 2000. Da war meine auf jeden Fall teurer. Okay, jetzt sind wir hier bei dem Adventure Sports Bereich. Jetzt haben wir da vorne aber noch ein Retro-Moped, die R90. Da habt ihr auch Produkte für im Portfolio. Ja. Wie lange schon? Ist das zeitgleich rausgekommen oder ist das neu? Oder? Nein, wir haben das. Von der ersten Medaille von der 90 haben wir die schon lieferbar und natürlich ist da etwas verändert. Wir sind angefangen mit Euro 3, Euro 4 und jetzt der R12 ist Euro 5 Plus. Da sind wir jetzt mit angefangen, aber müssen wir gucken, ob wir da etwas für machen sollten und wann das soweit wird. Okay. Und hier eine sehr alte Kiste, 1250er, nee, Quatsch. Das ist doch nicht alt. Nee, der ist nicht alt. Diese 1250er ist von Mike, der ist jetzt da. Der hat letzten Monat 16.000 Kilometer gefahren damit. Auch mit unserer Anlage. Ja, und funktioniert super. Ja, klasse. Also das sieht auch aus, als ob das benutzt wird, das Fahrzeug. Ich finde das ja immer gut, wenn sowas auch benutzt wird und nicht einfach nur überall rumsteht. So, aber was ihr euch auch wünscht und was ich mir auch wünsche, wir würden uns das gerne mal anhören. Geht das? Ja klar, das geht.
Lauf hinter meine. Ja. Okay, also das gefällt mir schon wieder richtig gut, ist großartig, auch dieser etwas knallendere, etwas schießendere Sound, das mag ich wirklich gerne. Und wir haben was bei der A90, können wir das auch hier auch nochmal hören? Das ist ein bisschen aggressiver. Aggressiver als das? Ja, bin ja mal gespannt. Okay, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Total anderer Charakter, also hätte ich wirklich nicht gedacht, dass man, okay, der Auspuff ist auch kleiner, wir haben weniger Volumen, deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen dieser aggressivere, wie du schon gesagt hast, aggressivere Ton. Und das ist aber Euro 4, oder ist das Euro 5? 4. Das ist Euro 4, ne? Also das... Nein, das ist Euro 5, aber nicht Euro 5 Plus. Ja, da gibt es ja auch noch den Unterschied, ne? Also wenn ihr das nicht wisst, was da der Unterschied ist, also ab Euro 5 Plus darf das Motorrad nie lauter sein, als in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Bei Euro 4, korrigiere mich, wenn ich das Falsches sage, bei Euro 4 gibt es noch eine Regelung, dass der Auspuff nur in einem gewissen Fenster, und zwar ich glaube im dritten Gang zwischen... Ja, bei Euro 5 Plus ist das auch so, ja. Aber nur die Windows, die sind da sehr viele, okay. Und die sind anders. Aber das, ja, dann können wir schon 2 Tage quatschen darüber. Wir machen das auch nicht mehr beim Hand, der Prüfung. Wir haben jetzt ein Testlabor gebaut, mhm. Und die Tests kannst du nicht mehr machen selber. Wir haben ja da einen Roboter dafür, den stellen wir auf das Moped und das Robot macht komplette Testzyklus. Und was du selber, wenn du 2 Tage Arbeit damit hast, macht der Robot dann eine halbe Stunde. Und der macht das okay. Ganze Tag. So, das ist eigentlich nicht mehr zu tun selber mit Hand eine Prüfung für die Euro 5 Plus Anlage. Okay. So, deswegen haben wir einen Roboter dafür, was das alles für uns macht. Aber die Anlagen sind homologiert in den Niederlanden oder wo macht ihr das? Oder in Tschechien oder so? Oder wo lasst ihr die homologieren? Ja, Europa. Okay, alles klar. Europa. Okay, hör mal, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns das gezeigt hast. Ich finde es super spannend, dass es jetzt jetzt gibt es ja schon ein bisschen länger. Ich hatte es persönlich nicht auf dem Schirm. Dass es die Auspuffanlagen auch für die Adventure-Bikes und für die Cruiser gibt. Und viel Erfolg weiterhin. Danke dir. Gerne.